Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zur Auflösung der Auswahl des Karrieremodus-Teams. Und ja, nein, es ist nicht der VfL Wolfsburg. Es war eine knappe Sache zwischen dem HSV und 68. Und ja, aufgrund einer Stimme kurz vor Toreschluss um 8 Uhr ist es der HSV geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir müssen natürlich darauf Acht geben, dass wenn Modern Consumer, ich denke mal, den kennen ja ein paar von euch, wenn er auch eine Karriere mit dem HSV macht, dass wir dann auf ein anderes Team umsteigen und die Parts von dem Team davor, also vom HSV, dann löschen, weil so, ich finde nicht so, dass so zwei Sachen so parallel auf YouTube, gerade auch von einem größeren YouTuber, dann so sonderlich Sinn machen, also in Bezug auf den HSV, da jetzt auch, wenn da zwei Karrieren mit dem HSV laufen, finde ich nicht so, betrachte ich nicht als sinnvoll, so jetzt habe ich es. Und ja, aber aufgrund des 125-Jährigen ist auf jeden Fall eine klasse Sache, wenn einer das von uns macht. Und wenn Consumer es nicht macht, dann mache ich es. Wenn Consumer es macht, dann mache ich es, denke ich mal nicht. Und gehe dann auf 68, aber genug geredet. Wir wollen reingehen in die Karriere. Ah ja, und wollte noch wissen, welches Team ich überhaupt nicht spielen konnte. Das war Jan Regensburg. Auch auf der Schwierigkeitsstufe. Profi. Ich denke mal, ich spiele 5 Minuten. Strenge bei Finanzen. Da machen wir doch ein bisschen irgendwann Mittel. Währung Euro. Imtech Arena ist klar. Genutzte Teams Standard als CPU spielen aus. Europäischer Wettbewerb erste Saison. Ja. So, drücke X, um das zufällige Ziehen der Verein abzuschließen. Ja, genau. Wir machen das realistischere Teilnehmerfeld. Nein, das war's nicht. Ja, das realistischere Teilnehmerfeld. Okay. Machen wir schnell die Gruppen fertig. Das, was mir gerade noch so im Kopf ist. Man City. Auf der 2. Real Madrid für Malaga. Und Benfica wird ersetzt für Ajax, ach ja, herrlich. Wir müssen gerade ein bisschen switchen. Ajax, so. Die Bayern waren Gruppenkopf, dann folgte Valencia, ach Herrgott, noch immer. So. Dann folgte OSC Lille. Und für Borisov, nehmen wir einfach Heldingborg, weil Weißrussland gibt es nicht. Schalke, die waren Zweiter. Gruppenkopf war der FC Arsenal. Dritte Mannschaft war Piraeus, die haben wir nicht. Lassen wir Celtic einfach drin. Und PSG wird ersetzt durch Montpellier. Was ist mir noch im Kopf? Malaga ist mir noch im Kopf. Und Zenit. Dann ist man noch im Kopf. Nordirland. Bei Chelsea in der Gruppe. Der Barcelona. Benfica spielte, glaube ich, beim Manu in der Gruppe. Spartak Moskau. Wen haben die denn gespielt? Gegen Celtic, genau. Okay, dann nehmen wir noch ein anderes Team. Nehmen wir Udine. Celtic spielt nämlich bei Spartak Moskau in der Gruppe. Nehmen Juventus da raus. So. Was lassen wir, denke ich mal, alles so? Chelsea setzen wir hier noch als Gruppenkopf. Ey, okay, hier sind zwei Gruppenköpfe drin, das macht jetzt nicht sonderlich Sinn. Wir haben ja die deutschen Gruppen so, dann lassen wir es so und gucken gerade noch in die Euroleague rein, dass wir da nicht vertreten sind. Liverpool ist da B. Rosen wir gerade noch rein. So, ich denke, was passt. Rapid Wien haben wir auch noch. Wunderbar. Und ukrainische Liga ist, glaube ich, nicht dabei. Metalist Schakow. Tottenham wollen wir jetzt nicht dabei, dann nehmen wir nehmen einfach rein. Wen nehmen wir denn rein für Bordeaux? Ja, Bordeaux. Klingt ganz gut. Hannover hat Levante, wenn wir jetzt Levante haben. Ja, lassen wir das Leverkusen, das passt schon so. Weiter geht es. Hat jetzt ein bisschen lang gedauert, weil es für die Hamburger Fans nicht so interessant.
Aber wir wollen ja schon ein bisschen Realismus da drin haben und deswegen passt es auch ganz gut. Deswegen nennen wir uns auch in diesem Manager-Modus Thorsten Fink, ne? So. Thorsten Fink, der kommt aus Deutschland, ne? Trägt einen Anzug im Marineblau, hell und regulär. Nachdem die Gerüchteküche tagelang gebrodelt hat, ist der Hamburger SV sich endlich mit Fink einig und stellt ihn nun offiziell als neuen Trainer vor. Ich freue mich wirklich sehr auf meine Arbeit für den neuen Verein. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen aller Beteiligten gerecht. In der nächsten Saison und hoffentlich auch darüber hinaus, sagt der neue Mann beim ersten Interview auf dem Trainingsgelände des Clubs. Ja, Fink will sich auf internationaler Bühne beweisen. Und ja. Der SV ist zwar nicht international dabei, aber ich hoffe, wir führen ihn in dieser Saison in die internationalen Ränge. Und bin da guter Dinge. Und die erste Frage hier an euch auch. Neue Verpflichtung schon tätigen. Karrieretrainer 1, das ist man natürlich nicht. Wir nennen das Ganze einfach kurz und knackig HSV. YouTube, so. Ja, wir sind drin und haben das erste Testspiel schon am 30. Juli. Machen aber, denke ich, erstmal weiter. Beziehungsweise gucken wir in die Mannschaft rein. Ja, genau, wo war ich stehen geblieben? Jetzt schon Transfers tätigen, wenn ja, wen wollen wir holen? Das ist so die Frage. Das überlasse ich euch. Und wie sollen die Parts hochgeladen werden? Immer zum passenden Spieltag, sprich, dass wir jetzt die Parts schnell uploaden bis zum 8. Spieltag. Und dann kurz bevor der HSV dann am 8. Spieltag antritt. Also immer halt vor dem Spieltag. Das ist euch überlassen, aber das sieht eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Bei Jiracek gibt es eigentlich nichts dran zu ändern. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, die Mannschaft passt. Gefällt mir. Troppen, die würde ich aber gerne auf die Bank setzen. Ja, ne, so. Mikkel raus. Oder sagt ihr mir einfach mal, wen ihr da gerne auf die Bank setzen würdet oder wie ihr was ändern wollt. Aber damit kann ich dann auch arbeiten. Transfers gucken wir jetzt mal nicht drauf. Wir machen erstmal weiter jetzt. Oh, wir haben erstmal ganz viele Nachrichten hier bekommen. Liga-Ziel. Sehr geehrter Fink, der Forscher hofft auf eine erfolgreiche Saison und freut sich darauf, wie das sie aus dem Team herausholen werden. Wir werden sie hauptsächlich an ihrem Erfolg in der Liga messen. Als Liga-Saisonziel haben wir folgendes festgelegt: Mittelfeldplatz belegen. Okay, das ist sehr zu machen. Sollte dieses Ziel möglicherweise über einen Pokalwettbewerb erreicht, das Liga-Ziel jedoch verfehlt, dann könnte es nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. Danke, Hamburg-Vorstand. Van der Vaart Verletzungsupdate. Die Verletzung, die er sich am Ende der letzten Saison verhält, sehr gut. Möglicherweise kann im ersten Spieltag eingesetzt werden. Auch gut. Nationales Pokalziel. Viertelfinale erreichen. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Bitte nicht vergessen, dass der Wert eines Spielers sich an dessen Formstärke, der verbleibende Vertragsabschluss, seinem Status in letzten Fall und diversen anderen Faktoren bemisst. Okay. Letztlich liegt es aber am Trainer zu entscheiden. Okay. Geänderter Spieltermin Gladbach-Hamburg auf den 14. Oktober verlegt. Okay. Hamburg-Hannover auf den 15. September vorverlegt. Und Hamburg gegen Stuttgart vom 20. Oktober als die nächste Begegnung in der Saison auch. Und da, wie gesagt, ob wir das dann auch Hamburg gegen Stuttgart, ob wir das Spiel dann da hochladen sollen. Aber es ist ja jetzt hier ein bisschen abgeändert, ne? Also ist ein bisschen schwierig immer. Naja. Geht es weiter. Erstmal. Also es wird dann doch eine harte Nuss. Wir haben einen Transfer für Jahres auf Troppen gehalten. Angeboten Ablöse. Wenn man, denke ich mal, im Gegenangebot, wenn die uns 2,5 Millionen geben, dann kann er gehen. Oder wisst ihr was? Wir zögern erstmal noch.
Ich überlasse, habe dem eigentlich Team Angriff und ich überlasse die Sache ihnen. Wissen was? Wir zögern erstmal noch. Denn wir überlassen das erstmal euch, was wir machen sollen im Transfermarkt. Wie gesagt, wenn nichts in den Kommentaren steht, weil wir sind ja noch eine kleine Nummer hier auf YouTube, nee, die ist E-Blogger, dann nehme ich das in die Hand. Aber so, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.